Flottweg ist einer der weltweit anerkannten Anbieter von individuellen Lösungen der mechanischen Trenntechnik. Unsere Produkte stehen für Hochwertigkeit, Effizienz und Langlebigkeit und setzen weltweit die Standards in den unterschiedlichsten Branchen. Blicken Sie gemeinsam mit uns zurück auf unsere Historie, die Entstehungsgeschichte, die Ereignisse und die Veränderungen innerhalb unseres Unternehmens. Zeitzeugen nehmen Sie mit auf die Reise durch die Historie und bieten Ihnen interessante, persönliche Einblicke in die Geschichte von Flottweg. Gustav Otto, der Sohn des Erfinders der Otto-Motoren, errichtete 1911 in München die Gustav Otto Flugmaschinenwerke. Gustav Otto war ein begeisterter Pilot und Ingenieur, jedoch leider ein schlechter Kaufmann. So kam es, dass sein Unternehmen während des Ersten Weltkriegs bankrott ging. Aus der Konkursmasse des Unternehmens entstanden damals die Bayerischen Motorenwerke, kurz BMW. 1920, 9 Jahre später, gründete er ein neues Unternehmen, die Otto Motorenwerke. Hier wurden neben Bauteilen für Flugzeugmotoren Fahrräder mit Hilfsmotoren produziert, später Motorräder. Diese waren flott auf dem Weg und so ergab sich der Name Flottweg. In den 30er Jahren wurde dann der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt. Mein Name ist Peter Bruckmeier. Ich habe 30 Jahre lang Flottweg als Geschäftsführer geleitet und bin heute Aufsichtsrat. Mein Vater hat 1932 das Unternehmen erworben und hat diesen Markennamen Flottweg zum Firmennamen gemacht. Mein Vater war praktizierender Arzt in München und ist dann am Mittwoch, seinem freien Tag, jeweils nach Vilsbiburg gefahren, um die wichtigsten Dinge mit seinen Mitarbeitern zu besprechen und festzulegen. Die Umsetzung des Besprochenen überließ er völlig den Vilsbiburger Mitarbeitern. Nach dem Zweiten Weltkrieg durften in Deutschland keine Flugzeuge und Motorräder mehr gebaut werden. So fertigte Flottweg fortan Konsumgüter und Buchdruckunterlagen. Um dem Wandel der Zeit zu folgen, suchte man nach neuen Produkten. Ein damaliger Mitarbeiter, zufällig erfahren in der Fertigung von Zentrifugen, lieferte den Impuls für die Herstellung eben jener Produkte, für die unser Unternehmen zukünftig bekannt werden sollte. 1978 übernahm Georg Bruckmeiers Sohn Peter das Unternehmen als Geschäftsführer. Flottweg sollte weiter wachsen, wie Peter Bruckmeier erzählt. Als ich 1978 die Leitung des Unternehmens übernahm, wurde uns bald bewusst, dass wir zwar gute Mitarbeiter und gute Produkte hatten, aber vertriebsmäßig nicht so gut aufgestellt waren wie unsere Konkurrenten. Bei der Suche nach Lösungen haben wir uns dann doch entschlossen, in die Abhängigkeit von anderen Unternehmen zu begeben. Und so kam es, dass wir zuerst in ein amerikanisches Unternehmen integriert wurden und dann später eben in Krauss Maffei Mannesmann. Und gerade dieser Bereich war für uns optimal, um uns zu entwickeln. Mannesmann ist allerdings dann 1999 von Vodafone gekauft worden und die Maschinenbauunternehmen wurden von Siemens übernommen und Siemens wiederum hat uns meistbietend an die Konkurrenten angeboten. Mit den Mitarbeitern im Rücken und mit der Unterstützung des Leitungsteams gelang es uns dann nach 2-jährigen Verhandlungen einen MBO zu realisieren. Mit all den Jahren wurden auch die Vertriebswege zunehmend professioneller. Klaus Ertl, Vertriebsleiter weltweit, erinnert sich noch gut daran. Mein Name ist Klaus Ertl, ich bin seit 1980 bei der Firma Flottweg SE und bin derzeit in der Position des Vertriebsleiters weltweit tätig. Der Vertrieb bei Flottweg hat sich natürlich in den letzten Jahren doch sehr, sehr stark verändert und entwickelt. Wenn ich zurückdenke in den Anfängen, dann waren wir da mit 10 Vertriebsleuten, unserem Vertriebsleiter und damals noch Herrn Bruckmeier, bei den Vertriebsbesprechungen gesessen. Wenn wir heute eine Vertriebsbesprechung abhalten, dann haben wir hier 35 bis 40 Mann anwesend. Also personell hat sich das natürlich schon sehr, sehr stark verändert über die Jahre. Genauso auch mal, die Vertriebsstruktur, die Vertriebskanäle international. Ziel war aber immer, in den wirklich wichtigen Märkten auch mit eigenen Niederlassungen und eigenen Mitarbeitern zu agieren.
Und das war auch der Grund, warum wir 1998 angefangen haben, sukzessive eigene Vertriebskanäle, eigene Niederlassungen aufzubauen. Angefangen damals mit Italien, dann China, Russland, 2007 kam dann USA dazu. Also auch das hat sich über die Jahre sehr stark entwickelt. Die immer neuen Entwicklungen unseres Unternehmens begeistern Kunden weltweit. Besonders spannend die Abenteuer, die so mancher Flottweg-Mitarbeiter auf seinen Reisen erlebt. Was bei mir allerdings am meisten hängen geblieben ist, das war eine Reise nach Accutane, Alaska. Das ist wirklich auf dem äußersten Zipfel der Aleuten. Also man kann hier wirklich vom Ende der Welt sprechen. Und das war schon eine fast Weltreise, dorthin zu kommen. Man fliegt erst nach Seattle, Anchorage, Dutch Harbor und dann von dort mit einem Wasserflugzeug, der sogenannten Goose, raus nach Accutane. Problem bei der Geschichte ist, die Goose fliegt nur, wenn wirklich das Wetter gut ist. Und das ist es in Alaska selten. Und wir waren vor Ort und hingen da schon 2-3 Tage fest, weil einfach das Wetter so schlecht war. Und als einzige Möglichkeit bot sich dann an, wirklich von Accutane mit einem Fischtrawler zurück nach Dutch Harbor zu fahren. Das bei schlechtem Wetter, gefühlt 15 bis 20 Meter hohen Wellen. Aber wir haben damals gesagt, besser mit dem Schiff zurück nach Dutch Harbor, als hier hängen zu bleiben. Das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum viele der Arbeiter, die da draußen sind, in einer großen Fischanlage, die den Ort Accutane scherzhaft auch Accutress nennen, in Anlehnung an das Gefängnis Alcatraz in San Francisco. Seit dem Verkauf der ersten Zentrifuge, dem Decanter Typ Z1 im Jahr 1956, hatte sich auch innerhalb der Produktion vieles verändert. Unser Produktionsleiter Martin Jarosch begann seine Ausbildung bei Flottweg als Industriemechaniker und erlebte den Einzug der digitalen Zeit innerhalb der Fertigung. Mein Name ist Martin Jarosch, bin Fertigungsleiter und bin seit 28 Jahren bei der Firma Flottweg. Also, wenn man so die Jahre zurückdenkt, da war es eigentlich früher so, dass die Fertigung mechanisch abgelaufen ist. Also das heißt, es war immer irgendwo eine Maschine, die man irgendwo entweder mit einem Motor betrieben hat oder vielleicht sogar mit der Hand betrieben hat. Irgendwann in den 90er Jahren hat sich das geändert und hier ist es so gekommen, dass diese ganzen Bewegungen, die an Maschinen ausgeführt werden, haben praktisch Steuerungen übernommen, Maschinensteuerungen. Die Steuerungen werden programmiert. Dieser Programmcode ist damals übertragen worden in Lochstreifen teilweise. Im Laufe der Zeit waren das dann einfach Disketten oder wie es heute ist, ist es ein Netzwerk. Also, wenn man die Fertigung heute anschaut, dann ist sie komplett vernetzt. Hier ist also so, dass früher musste der Mitarbeiter wissen, wo was liegt zum Beispiel. Und der beste Mitarbeiter war der wo wusste, wo was liegt. Wenn der nicht da war, konnte man nicht arbeiten. Heute ist es anders. Heute sind diese Informationen eigentlich zu 100% in Datenbanken hinterlegt. Und somit ist es auch möglich, dass man so hochkomplexe Maschinen wie so 5-Achs-Bearbeitungs-Dreh-Fräszentren bedienen kann, kurz nachdem er aus der Lehre kommt. 2008, als wir hier den Bioethanol-Boom hatten, war es ja so, dass haben wir für einen Trommeldeckel Z73 haben wir ungefähr 17 Stunden gebraucht. Ja, heute macht man in 9. Also damals hat man Schnecken, brauchten 60 Tage, bis die von Anfang, vom ersten Arbeitsschritt bis zum letzten Arbeitsschritt. Ja, heute haben wir einen Schnitt von ungefähr 8 Tagen. Also 8 Arbeitstage ist eine Schnecke fertig. All die Fortschritte, die Erfolge und technischen Innovationen seit der Übernahme durch Dr. Georg Bruckmeier 1932 wären nichts ohne die Menschen, die hinter Flottweg stehen. So wusste der Münchner Arzt schon damals, dass Werte wie Verantwortung, Wertschätzung verbunden mit Offenheit und Eigeninitiative die Elemente sind, die unser Unternehmen zu dem machen, was es heute ist. Flottweg ist für mich ein Familienunternehmen, das die Mitarbeiter nicht zu Betroffenen, sondern zu Beteiligten macht. Und Flottweg bedeutet für mich, Teil einer großen Familie zu sein. Für mich macht Flottweg besonders die Leute, die immer einen Schritt mehr gehen, als sie eigentlich müssten, um das Optimale für unsere Kunden rauszuholen. So denken und ticken Flottweg-Mitarbeiter eigentlich schon immer.